Hallo, Hallöchen, ich grüße euch von Gran Canaria. Ja, da bin ich gerade angekommen hier und ja, wie ihr seht, hier ist mein Koffer. Der war mal wieder als erstes da, so wie immer. Ja, ich bin diesmal nicht allein auf der Reise. Mit mir reist die Pia, da ist sie. Hallo. Die Pia, ja, ganz witzig, die haben wir in der Karibik kennengelernt und jetzt gehen wir zusammen auf Kreuzfahrt. Ja, wir gehen jetzt hier zum Bus und zwar nicht zum TUI-Bus, denn wir haben unsere Flüge separat gebucht. Wir gehen jetzt hier zum Linienbus, zur Linie Nummer 60. Der fährt einmal in der Stunde für 2,95 Euro pro Person, ja, zum Hafen. Und ja, warum sollen wir dann für 15 Euro den TUI-Shuttle dazu buchen, wenn wir auch für 2,95 Euro zum Hafen kommen? Ja, jetzt suchen wir aber erstmal die Bushaltestelle und sind jetzt hier schon ein paar Minuten am Laufen, aber ich denke, das werden wir auch gleich schaffen. Ja, das war jetzt hier mal mega unkompliziert. Also Bus ist komplett am Flughafen ausgeschildert. Da müsst ihr einfach nur hier Global Bus nachlaufen. Dann waren wir auch schon an der Bushaltestelle. Bus ist direkt gefahren, kostet wie gesagt 2,95 Euro pro Person. Ja, und jetzt sind wir hier auch schon am Hafen, so ein bisschen unterirdisch. Und wir sind gerade mal 25 Minuten gefahren. Also das war wirklich total unkompliziert. Und ja, jetzt geht es hier vorne die Rolltreppen hoch und dann geht es ab aufs Schiff. Auf welches Schiff wir gehen. Aida steht im Hafen. Mein Schiff steht im Hafen. Auf welches Schiff werden wir wohl gehen? Sollen wir auflösen? Natürlich lösen wir auf. Wir gehen hier auf die nagelneue Mein Schiff 1. Wobei, so nagelneu ist sie auch gar nicht mehr. Ist ja jetzt immerhin auch schon, ja, etwas älter als ein halbes Jahr. Wie ihr seht, wir sind angekommen hier auf der Mein Schiff 1 in unserer Kabine. Eine wunderschöne Balkonkabine. Ja, auf Deck 8. Wenn ihr euch ja, für die Balkonkabine interessiert, ich mache jetzt auf dieser Reise nicht extra ein Video von der Kabine, denn ja, wir haben ja Anfang des Jahres, als wir auf dem Erstanlauf in Kiel waren von der Mein Schiff 1, etliche Kabinenvideos gemacht und ja, das verlinke ich euch hier irgendwo oben in der Infobox und dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Ja, Wetter hier ist traumhaft, wie ihr seht, nur noch T-Shirt an und es ist super warm, also selbst im T-Shirt und langer Hose ist es jetzt eigentlich schon zu warm. Aber die Koffer sind noch nicht da, dementsprechend können wir uns auch noch nicht umziehen. Jetzt gehen wir aber hier nochmal raus und zwar in das Einkaufszentrum. El Muel heißt es. Ja, natürlich haben wir ein paar Sachen vergessen, so ein bisschen Deo, ein bisschen dies, ein bisschen das, sodass wir da jetzt nochmal shoppen gehen. Und außerdem wollen wir uns da vielleicht noch mit jemandem treffen. Mal gucken. But I won't stop searching for you. Ihr seht, die Sonne ist hier inzwischen auf Gran Canaria untergegangen und wir machen uns gleich ja, ans Ablegen hier aus Las Palmas. Ja, was haben wir bisher noch gemacht? Ja, wir hatten gerade Seenotrettungsübungen, von der kommen wir gerade und jetzt werden wir dann gleich um 22.30 Uhr zur großen Auslaufparty aufs Pooldeck gehen. Ja, da bin ich schon sehr gespannt, da wird es natürlich auch wieder eure Auslaufhymne die große Freiheit geben. Und dann nehmen wir uns euch natürlich ein bisschen mit. Ja, danach werden wir dann, denke ich, auch nicht mehr viel machen. Die Anreise hat dann doch sehr geschlaucht und morgen um 5 Uhr ging es von Hamburg los. Ja, und jetzt schauen wir uns einfach noch das Auslaufen an und dann, denke ich, geht es auch schon bald ins Bett. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste, recht herzlich willkommen hier an Bord der Mein Schiff 1 und natürlich auch für alle, die mit uns schon eine Reise gefahren sind, herzlich willkommen wieder auf dem Pooldeck und wir freuen uns alle, dass wir wieder eine wunderbare Reise vor uns haben. Mein Name ist Wiebke Busch, ich bin Ihre Kreuzfahrtdirektorin. Die Stimme haben Sie den ganzen Tag über schon gesehen und jetzt haben Sie auch ein Gesicht dazu. Tja, wir freuen uns alle auf Sie und nochmal eine kleine Zwischenfrage. Wir wissen, Sie sind sicherlich schon lange unterwegs. Wir haben Ihnen das gleich gemacht. Wir sind heute Morgen um 3.30 Uhr hier in den Hafen eingefahren. Uns allen geht es gut.
Geht es Ihnen auch gut? Haben Sie Lust, ein bisschen zu feiern? Ah. Okay. Thank you.
schon wieder unser erster Tag hier an Bord der Mein Schiff 1. Ja, wobei so richtig erster Tag war es ja auch gar nicht, denn das war ja mehr oder minder nur der Anreisetag. Und morgen, ja, ab morgen geht es dann so richtig los. Wo sind wir morgen? Wir sind auf See und zwar in Richtung Madeira, Funchal. Da werden wir morgen gegen 24 Uhr, also gegen Mitternacht, ankommen. Und bis dahin, ja, da werden wir einfach hier die Zeit an Bord genießen. Und wenn das Wetter so schön bleibt, dann werden wir natürlich auch in den Pool springen, denn heute war es ja schon unheimlich warm, echt toll, dem Winter hier in Deutschland zu entfliehen und hier einfach ein bisschen nochmal Sonne tanken, bevor es dann ja Richtung Weihnachten und zum Jahreswechsel geht. Ja, ansonsten ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Wir gehen jetzt ins Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, wie ihr hinter mir seht, wir sind auf See, wir haben Seetag. Wir waren gerade in der X-Lounge frühstücken. Das ist ja, für die Gäste der Suiten und Junior-Suiten. Und ja, an Seetagen muss ich ganz ehrlich sagen, liebe ich es, in der X-Lounge zu frühstücken, denn da ist es um einiges ruhiger als auf dem Rest des Schiffes. Ja, und jetzt, was werden wir tun? Das Wetter ist schön. Wir gehen an den Pool. Der so zum Pool hingeht und es ist hier gerade so eine echt schöne Atmosphäre. Unten am Pooldeck, da wird Live-Musik gespielt. Es war so richtig schön, ja, groovy und chillig. Ja, wirklich richtig toll. Und eigentlich war ich immer so der Meinung, ja, so eine Suite zu buchen oder eine Junior-Suite nur für den X-Lounge-Zugang, das lohnt sich nicht wirklich. Aber ich finde jetzt hier an Bord der Mein Schiff 1, das hat doch echt schon mittlerweile einen Mehrwert. Also ihr habt zum einen die X-Lounge, ihr habt die X-Bar, ein Deck höher, dann oben noch das X-Sonnendeck und ja, könnt hier frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Ja, also gerade hier im Moment sehr, sehr chillig, wenn ich mir unten überlege. So unten die Bars, die sitzen alle relativ voll, das Schiff ist ausgebucht. Da ist es dann schon schwierig, ein Plätzchen zu bekommen. Und hier, ich zeige euch das gleich mal, da ist einfach alles frei. Richtig, richtig cool. Also hier kann man sich's wirklich, wirklich gut gehen lassen. Einen wunderschönen guten Morgen! Ja, morgen ist schon fast ein bisschen übertrieben. Wir haben inzwischen schon Mittag. Wir haben lange geschlafen heute früh. Ja, wir sind jetzt heute hier auf Madeira, noch bis morgen Nachmittag. Ja, und wir werden jetzt hier mal Funchal so ein bisschen auf eigene Faust erkunden, ein bisschen durch die Stadt gehen. Wir sind ja letztes Jahr, als wir mit der Familie hier waren, haben wir ja eine große Tour über Madeira gemacht. Verlinke ich euch gerne mal hier oben hier in den Infoboxen. Ja, ansonsten lassen wir uns heute so ein bisschen in den Tag hineinleben. Und ja, bin sehr gespannt, was haben wir heute Morgen gemacht. Eigentlich wollten wir zum Sport, haben aber verschlafen. Und waren ganz schön in der Backstube frühstücken. Ja, Backstube, da muss man unbedingt mal frühstücken gehen, denn ja, hier an Bord der Mein Schiff-Flotte gibt es ja, wie viele vielleicht wissen, das beste Brot der Welt, nämlich das Artisanbrot. Das solltet ihr auf jeden Fall probieren. Und das werden wir in den nächsten Tagen bestimmt auch noch öfter essen. So, jetzt gehen wir rein in die Stadt und schauen mal, ja, ob Funchal hier auch so ein bisschen weihnachtlich geschmückt ist. Oh, oh. Oh,
You gotta listen up, there's not a thing that I can get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed bits or diamond rings. All I ever need, I need. All I ever need is here with you. This place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. So mega cool, ne? Also jetzt hier hinter mir seht ihr das Café da Brasa und wir waren da ja gerade essen, habt ihr gesehen, haben eine Cola getrunken, zwei Ginger Ale und es war wirklich ein riesig großes Sandwich mit Steak und Käse und Knoblauchbutter und wir haben, ihr werdet es nicht glauben, komplett 10,20 Euro bezahlt. Nichts und das ist in einer wirklich guten Qualität. Ich werde euch das hier mal verlinken. Die haben auch eine Internetseite. Das kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Super günstig, super lecker, tolle Lage. Ja, und auch netter Service. Also wirklich Daumen hoch und kann man wirklich empfehlen. Ist auch nicht weit vom Hafen. Ich denke mal, wenn man am Stück herläuft, läuft man gleich 15 Minuten vom Schiff aus. Wirklich, ja, richtig, richtig gut. I am not the victim of this love affair. You can make me go away. Really care if it's getting fair. I just wanna love you, babe. You got me around your finger. Mega, mega schön. Eine wirklich tolle Stadt. Ich war bisher immer, wenn ich auf Madeira war, ja auf der Insel unterwegs und habe mir die Stadt so an sich nie so richtig angeschaut. Heute das erste Mal und es lohnt sich wirklich auch einfach einen Tag in der Stadt zu bleiben, hier rumzulaufen, durch die Gassen zu schauen. Ja, und wir waren ja auch essen, wie ihr gesehen habt, und da waren noch so viele Restaurants, Cafés.
die so lecker aussahen und auch alles irgendwie nicht teuer. Also hier kann man auch durchaus mal außerhalb vom Schiff eine Kleinigkeit essen. Da kommt man nicht bei um und da macht man dann wirklich auch eine tolle Erfahrung. Ja, wir gehen jetzt zurück zum Schiff, laden ein bisschen die Akkus auf vom Handy und von der Kamera, trinken eine Kleinigkeit. Ja, und heute Abend, wenn dann die Sonne untergeht, dann gehen wir nochmal in die Stadt und zeigen euch die traumhafte Weihnachtsbeleuchtung. Es ist dunkel geworden auf Madeira. Ja, wie ihr seht, die Sonne ist untergegangen. Wir haben uns jetzt in der Zwischenzeit auf dem Schiff ein bisschen ausgeruht, um jetzt nochmal in die Stadt zu gehen. Ja, und uns die Weihnachtsbeleuchtung hier in Funchal, ja, auch mal so richtig jetzt aus der Nähe und natürlich beleuchtet im Dunkeln anzuschauen. Schönen guten Morgen hier von unserem zweiten Tag auf Madeira. Wobei, so wunderschön ist der Tag gar nicht, weil, wie ihr es vielleicht seht, es regnet. Es regnet. Es ist abgekühlt und es regnet. Ja, finde ich richtig doof, denn ja, wir haben heute was eigentlich ganz Tolles geplant, nämlich einen Ausflug mit den City Bubbles hier in Funchal. Das sind so Renault Tweezies. Ja, und da haben wir so eine zweistündige Tour heute geplant und ja, meines Erachtens sind die nicht mal richtig zu. Kann lustig werden. Naja, wir sind gespannt. Wir gehen jetzt erstmal zum Frühstück und dann schauen wir mal bei unserem Ausflugstreff vorbei. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. So, wir sitzen jetzt hier im City Bubble im Regen und fahren durch Funchal. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ganz witzig. Super eng hier drin, also ihr solltet nicht zu groß und zu schwer sein. Man wird hier nämlich auch so ein bisschen nass und es ist wirklich sehr eng. Also wenn es regnet, so wie bei uns jetzt, das Teil, ich zeige euch das mal. Ja, das hat keine Fenster. Ja, Pia, die fährt hier vor mir, könnt ihr auch sehen. Hallo Pia. Ja, und wir fahren jetzt los. Ich steuere hier die Kameras und die GoPro, damit ihr auch was davon habt. Und ja, wir melden uns dann gleich wieder. I look at you and know it's all right. You read my mind. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Cause you got style, the way your body makes my heart beat sound. It's amazing more than
every day we do this love for life. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. Cause you gerade bei unserem ersten Stop angekommen, und zwar bei der Christusstatue. Ja, und hier habt ihr halt nicht nur die Statue, die ihr hier hinter mir seht, sondern ja, wie ihr gesehen habt, auch wirklich einen tollen Ausblick hier über die Landschaft. Die Schiffe, die im Hafen liegen, kann man von hier aus auch sehen. Klar, es wäre natürlich etwas schöner, wenn jetzt die Sonne scheinen würde, aber selbst jetzt bei dem Wetter ist es wirklich sehr, sehr schön, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. I'm not afraid to die.
hier mit den City Bubbles. Ging ja, ungefähr 2 Stunden. Wir haben 2 schöne Aussichtspunkte gesehen. Zwischendrin, habt ihr gesehen, konnte ich mit der GoPro nicht wirklich was machen, denn ich hatte Regentropfen auf der Linse und während der Fahrt konnte ich die auch nicht wegmachen. Nun gut, ja, was hat der Ausflug gekostet? Hier über Toy Cruises 55 Euro. Lohnt sich wirklich. Die 55 Euro sind auch nicht pro Person, sondern pro Auto. Da kann man dann zu zweit drin sitzen. Ja, und ich denke, das ist ein ganz netter Preis. Man kann die City Bubbles auch individuell hier leihen. Preise habe ich auf der Kabine liegen. Das schreibe ich euch einfach in den Reisebericht und verlinke euch das oben in der Infobox. Nachdem wir vorhin, wie ihr gesehen habt, einen ja, Kaffee hier auf unserem Balkon getrunken haben, nachdem wir eine Runde beim Sport waren, ja, geht es jetzt zum Abendessen. Heute wollen wir mal das ganz schön gesund Bistro ausprobieren. Da war ich noch nicht und da bin ich sehr gespannt, was uns erwartet.
ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht. Und zwar zum einen vom, ja, ganz schön gesund Bistro. Das hat mir nämlich persönlich so gar nicht zugesagt. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich so ein Mensch bin, ich mag so kein Kokos. Also kein Kokos im Essen. Ich mag den Geschmack von Kokos nicht. Und im ganz schön gesund Bistro, ja, da gibt es ziemlich viel Sachen mit Kokos. Also für mich war es echt schwer, da was zu essen zu finden. Und das, was ich hatte, ja, das war jetzt nicht schlecht, aber es hat mich auch nicht umgehauen. Ganz ehrlich, die Osteria, die es auf der 5 und der 6 gibt, die gefällt mir da bedeutend besser. Ja, ich bin aber auch positiv überrascht. Und zwar von der Show. Es gab halt eine Show, und zwar die Welt der Musicals. Und wow, also wirklich top. Wer meine Vlogs von den letzten Mein Schiffreisen kennt, der weiß, dass ich das Theater auch gerne schon mal früher verlassen habe, weil ich dachte so, okay, die Shows, die ging gar nicht. Und heute bin ich wirklich bis zum Schluss geblieben und das auch sehr gerne. Tolle Sänger, tolles Bühnenbild, tolle Show, wirklich. Und was mich am meisten fasziniert hat, das war das Publikum am Ende, denn da gab es Standing Ovations, die haben geklatscht, die haben nach Zugabe gerufen. Jetzt kann es natürlich sein, dass das bei meinem Chef immer so ist und ich das nur nie mitbekommen habe, weil ich ja sonst die Shows gerne mal früher verlasse. Deswegen sagt mir das mal. Ist das immer so, dass die Leute da so abgehen? Das ist der Wahnsinn. Aber die Show war auch wirklich gut und die Leute hätten es verdient, dass sie, ja, dass das Publikum nur wegen dieser Show so ein Tamtam macht. Ja, ansonsten ist der Tag jetzt zu Ende. Wir gehen ins Bett. Morgen werden wir auf La Palma sein. Da freue ich mich drauf, denn da war ich noch nicht. Wir haben ein Auto gemietet und werden da entsprechend die Insel erkunden. So, ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Bye, bye. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen auf der Kanareninsel La Palma. Ja, da sind wir heute. Wir haben uns heute ein Auto gemietet. Das haben wir gerade abgeholt. Und jetzt müssen wir hier mal zum Parkplatz. Ja, ich bin mal gespannt. Ein Fiat 500. Wir haben dieses Mal ja, ein Auto bei Zika gemietet. Und die sagten jetzt gerade schon, ja, dass das Auto irgendwo da bei McDonald's in einem Parkhaus steht. Da gucken wir jetzt mal. Und dann ja, nehmen wir euch mit auf eine hoffentlich schöne Tour. Wir haben ein paar Sachen geplant, wo wir hinwollen. Aber dazu dann, wenn wir dort sind. Tonight, throwing that thing from left, right, side to side. Yeah. All my friends are here, playing my favorite song right back on top. Yeah. And the man never stop. Music bumping, we just keep on rolling. So, wir sitzen jetzt im Auto, wie ihr seht, und werden, ja, La Palma erkunden. Und wir haben ein total cooles Auto bekommen. Das werde ich euch gleich mal zeigen, sobald wir wieder ausgestiegen sind. Nämlich ein Fiat 500X. Wir haben ihn erstmal gar nicht erkannt, weil uns gar nicht bewusst war, dass das ein Fiat 500 ist. Ja, sehr coole Karre, wird bestimmt sehr funny. Und jetzt geht es erstmal Richtung Süden der Insel. So, wir sind jetzt hier angekommen am Vulkan de San Antonio, ganz im Süden von La Palma. Ja, hierher gefahren sind wir von Santa Cruz bis hierher. Ja, etwas über eine halbe Stunde. Strecke war, wie ihr gesehen habt, sehr schön. Ja, Eintritt muss man hier zahlen, um diesen Vulkankrater anzuschauen. Kostet 5 Euro pro Person. Parken ist inklusive. Ich denke, da kann man nichts sagen. Und was uns hier erwartet, das schauen wir uns jetzt an. Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly
I'm making you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. We're gonna fall in love. You get this feeling, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? Oh, you make me. Ihr seht das, man sollte ja schon so ein bisschen gut zu Fuß unterwegs sein. Der Weg ist uneben. So ein bisschen kraxeln muss man hier. Wenn ihr also Gehtechnik so ein bisschen eingeschränkt seid, dann macht das hier wenig Sinn. Auch mit Kindern, die noch im Kinderwagen sitzen, kommt ihr hier nicht besonders weit. Daher, ja, um euch die Krater hier anzuschauen, solltet ihr schon gut zu Fuß sein. Believe in you, I'll get you under the bus. Alright. A pretty picture for the ones that are lost in life. But even dreamers have the power to save a friend. And I know you are a thing that you feel again. You can take it to the grave of the frozen men. With you in the Stop angekommen, beziehungsweise sind wir hier schon ein paar Minuten länger, denn wir haben hier erstmal eine kleine Mittagspause gemacht. Wie ihr hinter mir seht, da ist das oder die Trattoria Roma. Ja, da waren wir gerade Pizza essen und ja, so ein leckeres Knoblauch, Pizzabrot, haben auch noch was dazu getrunken und wir haben 15 Euro bezahlt. Es war eine riesen Pizza, Essen war super. Ja, wir sind hier in Los Cancajos, glaube ich. Das ist gar nicht so weit von Santa Cruz entfernt. Ich glaube, dass wir mit dem Auto vielleicht noch eine Viertelstunde jetzt auf dem Rückweg fahren werden. Ja, auf jeden Fall ist es hier wunderschön. Ihr habt hier ja, so Klippen und hier soll es einen wunderschönen schwarzen Strand geben. Tolle Ferienhäuser, schaut hier mal. Ja, sieht richtig, richtig cool aus. Ja, und wenn ihr hier seid, ich kann euch das wirklich nur empfehlen, hier in der Trattoria Roma essen zu gehen, weil, ja, das lohnt sich. Das lohnt sich, da macht ihr nichts verkehrt. So wisst ihr jetzt auch, wenn ihr unterwegs seid, vielleicht auch mit dem Auto, so wie wir, wo ihr, ja, mit gutem Gewissen einkehren könnt. Ja, wir gehen jetzt hier noch ein bisschen spazieren und werden jetzt natürlich auch noch eine Runde zum Strand gehen. One for the resting, for the adjusting. One for the tired hands. One for the letdowns, all thanks to this old town. One for the shattered plans. Ja, bevor ich es vergesse, wir werden ja auch auf Facebook vor allem sehr oft gefragt, wie ist das Wetter eigentlich im Dezember auf den Kanaren? Wie ist das Wetter im Dezember auf La Palma? Und ich kann euch sagen, es ist, seht ihr es, T-Shirt-Wetter. Wir haben 22 Grad, die Sonne scheint. Wenn der Wind kommt, der ja auf den Kanaren üblich ist, dann ist es sehr erfrischend. Im Schatten kann es manchmal ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen kühl sein, aber man merkt es, wenn man aus der prallen Sonne in den Schatten kommt, dann ist es manchmal ein bisschen frisch, ja, dann wird es auch nicht schaden, wenn man ab und zu vielleicht ein Strickjäckchen drüber hat, ein ganz dünnes aber nur. Ja, ansonsten super Wetter, also man könnte auch theoretisch baden gehen, wäre auch kein Problem. Ja, so viel zum Wetter auf den Kanaren im Dezember. You need a high throne where you can be adored. You'll get what you deserve. This town is no fun. Your life has just begun. We need to live and learn. You know the time has come for breaking some new ground. I'll let you drive, so we will stare at views we can't.
ist übrigens so nah hier an Santa Cruz dran, dass man sogar das Schiff schon sehen kann. Wahnsinn. Also so vom Blick her würde ich sagen, man könnte das vielleicht, wenn man wirklich gut zu Fuß ist und Bock hat, sogar laufen. Allerdings würde ich das nicht versprechen wollen, denn direkten Weg hier unten an der Küste entlang wird es wahrscheinlich nicht geben. Und dann über die ganzen Straßen und so, ja, ist vielleicht nicht so geil. Aber ich zeige euch das mal, das ist wirklich hier ziemlich dicht dran. One for the tired hands, one for the letdowns, all thanks to this old town, one for the shattered plans. You're still my favorite queen of the night, my friend, let's drive up again, let us drive up again, let us where we fall, once so what's right, my friend, let's drive through the night, let's drive through. Wir sind jetzt hier am Strand von Los Cancayos angekommen. Ja, das ist hier ein ziemlich bekannter Strand auf La Palma, ein sehr beliebter. Ist auch überall so auf diesen ganzen Reiseprospekten drauf. Und wir haben jetzt gerade mal geschaut, wie weit es tatsächlich vom Schiff entfernt ist. Also das sind gerade mal zu Fuß 3,4 Kilometer. Und laut Google Maps läuft man da 45 Minuten. Also ich denke, da kann man durchaus auch zu Fuß mal hierher gehen und diesen wirklich schönen Strand sich anschauen und natürlich auch einen Tag hier verbringen und baden gehen. Schöne Tour gehabt. Ursprünglich hatten wir ein bisschen mehr geplant, aber ja, in Los Cancayos hat es uns einfach so gut gefallen, dass wir dort geblieben sind. Und dafür bietet sich so ein Mietwagen ja auch an, dass man einfach irgendwo hinfährt und wo es schön ist, bleibt man einfach ein bisschen länger. Man ist nicht gezwungen, dann wieder nach 10 Minuten in den Bus einzusteigen, wie es ja bei den Touren, wenn man so eine organisierte Tour macht, ist. Und daher, ja, haben wir alles richtig gemacht. Ja, jetzt haben wir das Auto zurückgegeben und gehen zurück zum Schiff und schauen mal, was der Abend heute noch so bringt. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich grüße euch hier von der schönen Kanareninsel Teneriffa. Ja, wie ihr seht, ich sitze schon im Auto. Wir haben auch heute wieder uns einen Mietwagen genommen und haben den direkt am Hafen abgeholt. Allerdings war es so wuselig, dass wir dachten, wir fahren erstmal los und ich melde mich dann. Ja, das habe ich hiermit getan. Ja, wir sind jetzt schon auf dem Weg zu unserem ersten Ziel. Und zwar geht es rauf zum Teide. Wir werden aber wahrscheinlich nicht ganz rauf gehen, weil da habe ich die Erfahrung gemacht, dass einfach die Warteschlangen zu lang sind, um dann mit der Seilbahn da hochzufahren. Aber wir werden uns auf jeden Fall die Gegend oben um die Spitze, um den Teide mal anschauen. Also viel Spaß bei der Fahrt. Wir sehen uns gleich wieder. Sometimes I forget to breathe. I'm looking in your eyes. Wish you could see the things I see. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling.
you're giving me. Don't wanna wake up. I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby. Without. Filled with you. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Baby, without. Zum Mittag gegessen, und zwar waren wir hier irgendwie in so einem Café Pippo oder Casa Pippo oder sowas, hier direkt am Strand, der eigentlich so ganz nett ist, aber ja, was soll ich sagen, können wir nicht empfehlen. Also Personal unfreundlich, Essen vom Preis her okay, aber wenn man dann sieht, was man dafür kriegt, optisch noch ganz okay, aber geschmacklich und so, ja, keine Empfehlung dafür. Ich denke, da gibt es viel, viel bessere Restaurants hier. Wir wollten halt am Strand sitzen, deswegen haben wir das genommen. Aber hier in dem ganzen Ort, es gibt da wirklich toll aussehende Restaurants, sodass ich tatsächlich von diesem Casa Pepo Abstand nehmen würde. Kann wie hier gerade, ja, dann befindet man sich auf Fuerteventura. Ja, herzlich willkommen, wir sind heute hier in Puerto del Rosario, und wie ihr vielleicht am Licht erkennen könnt, ist der Tag auch fast schon rum. Wir haben heute nicht wirklich was gemacht. Wir ja, sind mit dem Bus nach Yandía gefahren,
und waren dort am Strand. Das war ein Strandtransfer, den wir hier von Toy Cruises genutzt haben. Hat 32 Euro pro Person gekostet. Ja, man fährt eine gute Stunde hin, etwas länger als eine Stunde, hat dann dort ja, gute 5 Stunden Aufenthalt und fährt dann wieder zwischen einer und anderthalb Stunden zurück. Ja, das war wirklich ganz nett und ja, da habe ich heute allerdings nicht gevloggt. Wir waren ja letztes Jahr auch schon in Yandia. Da könnt ihr euch gerne nochmal die Infos und den Vlog von unserer letzten Reise anschauen. Verlinke ich euch gerne hier oben in der Infobox. Ja, und ansonsten war heute ein bisschen Freizeit und Relaxen angesagt. Übermorgen ist das schließlich auch Weihnachten und da will man ja dann auch mal vorher noch ein bisschen sich erholen. Ja, jetzt gehen wir zurück an Bord. Hier ist sie, die schöne Mein Schiff 1. Ja, und genießen unseren letzten Abend. Viel passieren wird nicht mehr. Wir werden jetzt gleich essen gehen, beziehungsweise erst nochmal in den Pool, dann essen gehen. Und ja, dann ist heute natürlich auf dem Pooldeck dann auch schon die große Abschiedsparty. Und das war's dann auch schon von der Reise. Ich melde mich später nochmal bei euch. Und jetzt genießt einfach noch ein bisschen die Bilder von Bord.